Hallo, was machen Sachen? Willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Nachdem ich euch im letzten Tutorial gezeigt habe, wie ihr eure Assets in die Szene ziehen könnt, wollen wir natürlich da auch Materialien drauf machen. Ja, und das zeige ich euch heute. Wir werden über die drei Basic Materials reden, die man am meisten nutzt. Das ist einmal der opake Shader, einmal ein Translucent Shader und einmal ein Mask Shader. Ich werde aber im Laufe des Videos auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und wir werden auch mal kurz ein bisschen darauf anschneiden, was für Texturenarten es gibt und welche wir nutzen für was. Aber eins haben wir dann. Wenn ihr euch für eine bestimmte Sache interessiert oder einfach eine Sache überspringen wollt, ich habe Kapitel eingefügt. Ihr könnt dann einfach draufklicken, was für euch interessiert. So, aber wollen wir erst mal anfangen? Also wechseln wir in Unreal. Okay, einmal in Unreal. Wir haben auch schon unsere drei Opfer, auf die wir Materialien setzen möchten. Eins für Opak, eins für Translucent und eins für Mask auch. Obwohl, den ziehe ich doch mal ein bisschen näher. Den wollen wir auch sehen. Ups. So, okay. So, dass ihr auch schön seht, welches Material was macht. Ich werde auch wirklich nur auf diese drei eingehen, weil das sind halt so die drei Basic-Dinger, die man eigentlich am meisten braucht. Man kann natürlich noch viel mehr machen, aber dann sitzt man halt in drei Tagen noch hier und diskutieren über Materialien. Man kann halt fast alles über Materialien lösen. Das eine oder andere werde ich euch noch im späteren Tutorial zeigen, aber jetzt bleiben wir erstmal dabei. So, wir brauchen erstmal Material. Wir müssen erstmal eins erstellen. Dazu gehen wir in unseren Contentor. In Unreal Engine 5 ist es ja so, der geht ja immer wieder hoch und runter. Man kann den aber auch festklemmen wieder, wie in der 4. So, wir suchen uns erstmal einen Platz aus. Ich hatte auch irgendwo... Nee, hatte ich nicht. Okay, ich mache mal Content, mache einen neuen Ordner. Test. Materialien. So. So, danach wieder Rechtsklick. Material, Material erstellen. Test. So. Weil wir kreativ sind, nennen wir es Test. Doppelklick öffnen. Und schon haben wir unseren Materialeditor. Wir haben hier einmal ein Beispielmaterial, wie es aussehen könnte. Momentan noch sehr unspektakulär, weil wir haben ja noch gar nicht gesagt, was es tun soll. Wundert euch auch nicht. Ihr habt hier meist eine andere Beleuchtung drauf, wie ihr in eurer Szene habt. Es kann hier ein bisschen anders da aussehen, wie tatsächlich in der eigenen Szene. Da müsst ihr immer mal ein bisschen kontrollieren, ob es das tut, was ihr wollt. Generell brauchen wir jetzt erstmal Informationen für unser Material. Er weiß ja gar nicht, was es tun soll. Das ist jetzt erstmal so ein grauer, ziemlich matter Klumpen. So, jetzt wollen wir unser Material einfach mal ein paar Informationen geben. Aber wir wissen ja gar nicht, was genau was braucht. Gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch für das Wichtigste. Das erste wäre die Base Color. Ist natürlich die Farbe. Wir haben jetzt grob gesagt erstmal zwei Möglichkeiten, eine Farbe hinzugeben. Wir können jetzt einfach nur direkt eine einzelne Farbe zuordnen. Indem wir jetzt einfach die 3 und Linksklick drücken, haben wir hier einen Constant Vector 3. Wie genau was das jetzt heißt, ist nicht so wichtig. Der Vektor 3 ist jetzt aber grob gesagt, der gibt euch eine Farbe raus. Wir nehmen, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendwas Gelbliches, so. Alt, neu, sollte klar sein, ihr könnt hier Color picken und ihr habt dann noch eine neue Version vom Farbrad. Was mit euch ihr lieber arbeitet, ihr könnt auch unten hier die Schieber nehmen. Wir meinen einfach mal, okay, wir wollen diese komische Gelbton haben. Den packe ich da rein. Warte kurz. Mache ich mal quadratisch. Das wäre unser Viereck. Das können wir auch direkt an einem testen. Wir gehen auf unseren Test. Den packe ich da drauf und zack. Ja, hat funktioniert. Er ist gelb. Okay. Weil wir wollen ja nicht immer nur eine einzelne Farbe zuordnen. Manchmal wollen wir auch eine Textur zuordnen, also ein Bild. Eine Textur ist quasi einfach Information in Bildform. Sie hat die Base Color, hat alle drei Vektoren, sprich es kann ganz problemlos Bilder anzeigen. Jetzt brauchen wir erstmal welche. Ich gehe in die Texturen von unserem Starter Content und nehme hier die Brick Clay Wall. Einfach nur, weil sie da gerade ist. Pack die da rein. Zack, da haben wir unsere Wand. Wunderschön. Einmal speichern. So, und hier haben wir direkt auch schon ein schönes Beispiel. Unser Cube sieht ja auch ein bisschen anders aus wie unser Beispiel. Unser Beispiel hier hat halt wirklich das UV-Layout 1x1, also es ist wirklich die komplette Form ist auf dem 01er-Space. Bei ihm hier nicht. Ich zeige es euch gleich, ich habe ihn geöffnet. Wir gehen unter Vs Channel 0, das ist die, die halt für die normale Textur genutzt wird und das Material genutzt wird. Und wir sehen, ja, es ist halt alles einzeln gepackt. Bei unserem Beispiel ist halt wirklich, alle Dinger liegen übereinander, einmal komplett rundherum. So, nur mal kurz so viel dazu, warum das jetzt ein bisschen anders da aussieht. So, okay. So viel zu einer Base Color. Wir haben ein Bild oder eine Farbe drauf. Da ist jetzt weiter erstmal nichts zu beachten. So, das nächste, was wir haben, ist Metallic. Die funktioniert nur mit Schwarz und Weiß oder halt Ja oder Nein. Entweder es ist aus Metall oder es ist nicht.
bitte versucht, Graustufen zu vermeiden. Es ist okay, wenn eine ganz feine Graustufe am Rand ist, aber versucht das so gut wie vermeiden, weil es ist physikalisch einfach falsch, wenn irgendetwas halb metallisch ist. Es ist entweder aus Metall oder es ist halt nicht. So. Aber wie machen wir das? Wir haben ja nur ein Ja oder Nein. Farbe hat ja mehr als nur Ja oder Nein. Es hat ja schon mal drei Kanäle mit verschiedenen Graustufenwerten. Das ist ja schon mal Quatsch. Wir brauchen also entweder einen einzelnen Wert, einmal 1 und Linksklick. Dann haben wir 0. Ich mache auch mal die Farbe rein, einfach um das besser zu zeigen. Das sieht man schöner mit einer Farbe. So, und wie Sie sehen, hat sich erstmal nichts verändert, weil es ist immer noch nicht metallisch. Ändern wir das jetzt auf 1. Ist schon eine leichte Veränderung zu sehen. Es wird metallisch. Also 0 ist aus, 1 ist an. Relativ einfach zu merken. Momentan ist das Material ein bisschen matt, da fällt es noch nicht so auf, aber das ändern wir gleich. So, jetzt haben wir das Problem, wenn man jetzt ein Mesh hätte, was halt Metall und Nicht-Metall zugleich ist, also ein Teil ist Metall und ein Teil ist Nicht-Metall, hey, wie geben wir das jetzt da eigentlich ein? Wir können ja nur mit Ja oder Nein arbeiten. Ganz einfach mit einer schwarz-weißen Map. So, und als Beispiel ziehe ich mir einfach mal eine Textur hier rein. Ich habe hier eine schwarz-weiße Map, einfach mal mein Logo, einfach weil ich es kann. Ziehe das hier rein. Und auch hier einfach den RGB. Zack, da rein. Und schon haben wir hier einen Teil, der ist metallisch und einen Teil, der ist nicht metallisch. Auch hier zur Erklärung, schwarz ist 0 und weiß ist 1. Dann haben wir hier den schönen Unterschied. Kann man direkt sehen. Ja, das machen wir jetzt aber weg. Wenn ihr nichts drin habt, ist es automatisch nicht metallisch. Den brauchen wir gleich. Die Specker lasse ich erstmal aus. Es wird ein bisschen komplexer. Es funktioniert halt nur bei nicht metallischen Sachen oder ab einer gewissen Roughness funktioniert. Also wenn es shiny ist, kann man eine Spiegelung geben, wie halt, wie stark sich das Licht streut. So, wir gehen direkt an die Roughness. Die Roughness gibt uns halt raus, ist in der Sache glänzend oder matt. Aber anders wie bei der Metallic arbeitet die Roughness mit einer Grayscale. Also es kann von weiß bis grau alles anzeigen. Und erstmal in so eins rein. Erstmal nicht so spannend. Das ist sehr matt. Keinerlei Reflexion oder irgendwas zu sehen. Das ist ein komplett mattes Material. Dann im Gegensatz dazu mal die 0. Und oh, wie shiny, wie glänzend. Toll. Hier kann man halt Grayscales nutzen. Da klauen wir uns einfach was aus dem Starter-Content wieder. Haben wir irgendwas Schwarz-Weißes, was halt sinnvoll ist? So hier, komm, hier nehmen die hier. Und die packen wir auch mit RGB in die Roughness. So, und hier sieht man dann, gerade wenn man es halt so ins Licht hält, Großteil ist schwarz, also glänzend, und ein Teil ist weiß, also matter. Je nachdem, wie man es ins Licht hält, reagiert es ein bisschen anders. Wie es halt so Sachen generell tun, Sachen reflektieren und Sachen reflektieren nicht. So, habt ihr nichts drin, ist es normal bei 0,5. Also ist es weder matt noch glänzend. Das nächste, was wir haben, ist ein Emissive Color. Wie der Name schon sagt, wir können Farben reintun. Dann würde ich sagen, machen wir das hier doch einfach mal weiß, dass ihr den Unterschied seht. Steuerung V funktioniert übrigens auch. Und machen in die Misse eine Farbe rein. Umso heller die Farbe, also umso mehr weiß in der Farbe, umso heller wird's. Ich bin mir selbst im Weg, okay. So. Hier gibt es auch keinen großen Unterschied, da ja unsere Szene relativ hell ist. Auch hier gibt es jetzt nicht viel, was man sehen kann. Tada! Und es leuchtet. Ja, man sieht halt, leuchtet halt tatsächlich nur, wenn es dunkel ist. Macht ja irgendwo Sinn, so funktioniert das. Und auch hier kann man halt sagen, okay, ich will jetzt nicht nur eine Farbe haben, ich möchte eine Textur haben. Das können wir da reinpacken. Ich glaube, hier neben Feuer, das kommt doch gut. So, tada! Wir haben leuchtendes Feuer. Sieht recht nice aus. Hat was. So. Und hier sieht man das Leuchten halt wieder deutlich weniger. So, machen wir das alles mal wieder in eine andere Farbe. Jetzt nehmen wir mal, wir bleiben bei Blau. Das nächste auf unserer Liste ist eine Normal Map. Ist eine ganz nützliche Map. Gerade halt für High-Poly-Workflows wird die benutzt, dass man halt einfach Sachen, die nicht ganz so rund sind, rund erscheinen lässt. Oder halt einfach Details einzufügen. Ist ein bisschen schwer zu erklären und sich vorzustellen. Ich zeige es euch einfach. Einmal eine Normal Map zeichnet sich dazu aus, dass sie so einen komischen Blauton hat.
Wenn ihr was importiert und es blau ist, guckt, was es ist. Manchmal hat es sich, dass halt eine Normal Map als normal ausgegeben wird, also als Default. Oder andersrum, dass eine Default Map, die man halt als Basistext benutzen möchte, als Normal Map rausgerendert wird, rausgegeben wird. Und das könnt ihr halt immer nochmal einstellen. So, das ist eine normale Normal Map. Packen wir die hier rein. LGB. Und da rein. Schon haben wir hier den Schein, als wäre tatsächlich der Mauerwerk vorhanden, obwohl es ja einfach nur ein Cube ist. So, hier sieht man es nochmal ein bisschen besser, finde ich. Sieht aus, als wäre halt tatsächlich ein bisschen was reinmodelliert, obwohl es halt einfach nur unser, ja, Cube ist. So, eine Sache will ich noch anschauen, ist die Ambient Occlusion. Ist halt ein Eigenschatten. Ist jetzt bei so modularen Sachen wie jetzt dem Cube und der Brick Wall jetzt nicht so notwendig. Ist mehr eine Sache, die man halt bei uniken Sachen rausmacht, weil man da tatsächlich einen festen Eigenschatten hat, den man halt auch deutlich sehen kann. Man könnte hier in den Fugen ein bisschen was machen, dass das dunkler wird. Funktioniert dann auch über eine Schwarz-Weiß-Map. Alles, was schwarz ist, ist halt Schatten und wird quasi als Multiply draufgelegt, dass es dunkler wirkt. Sowas macht halt viel mehr Sinn bei so uniken Modellen, dass man da halt einfach einen Eigenschatten einwirft, je nachdem, wo halt keine Sonne hinscheint. Jetzt halt unter die Augen, ins Maul, so dass er halt einen Eigenschatten wirft, dass es dunkler wirkt. Wirkt halt realistischer. Hat halt hier jetzt so nicht so viel Wirkung. Man könnte jetzt sagen, okay, ich packe hier was in die Fugen so ein bisschen, aber so modsmäßig Unterschied würde es jetzt nicht machen bei sowas. Und verbinden wir einfach mal hier unsere richtigen Sachen. Wir haben hier eine Base Color. Wir haben hier eine Normal. Und dann nehmen wir noch eine Roughness dazu, nehmen wir irgendwas. Ich habe jetzt halt direkt für die Bricks keine in dem Starter Content drin, aber wir können ja irgendwas anderes nehmen. Einfach irgendwas mit einem relativ viel Weiß. Da nehmen wir einfach mal den Perlin Noise. Der ist relativ viel Weiß, weil Steine sind ja meist nicht so glänzend. Packen wir die einfach jetzt mal rein. Ab in die Waffnuss. So, jetzt haben wir uns einfach, ja, ein ziemlich einfaches Material selber gebaut. So viel zu unserem opaken Material. Wir haben jetzt hier so eine schöne Trackwall. Obwohl, eventuell sollten wir vielleicht doch erstmal auf was anderes umsteigen. Wir nehmen einfach eine Plane, das muss besser sehen. Planänderung mitten im Video. So, unser opakes Material ist fertig. Wir haben hier so eine schicke Steinwand, die so ein bisschen, ja, Roughness drin hat und ein bisschen Normal drin hat. Ist auch so als Steinwand eigentlich gut vertretbar. So. Das nächste, was wir machen, ist ein Cutout oder eine Maske. Wird halt genutzt, wenn man halt irgendwas halt nicht komplett ausmodellieren, sondern einfach Sachen ausschneiden möchte. Gerne genutzt bei Blättern. Schwieriger hier ist, der ist ein bisschen teurer in der Leistung wie unser normaler opaker Shader, weil halt Transparenz kostet. Man muss immer ein bisschen abkalkulieren, was ist jetzt für die Engine aufwendiger oder einen für sich selbst zum Erstellen aufwendiger. Muss man immer ein bisschen abgleichen, wo man jetzt den Abschnitt macht. Entweder weniger Polygone oder halt weniger ausmaskieren. Und dazu brauchen wir erst einmal ein neues Material. Gehen wir auch wieder hier, Material. Und ich nenne das einfach mal Maske. Das ziehe ich direkt mal hier drauf und öffne es. Haben wir hier wieder das Gleiche. Ich füge jetzt einfach hier einfach nur beispielhalber eine Farbe ein. Machen wir es ein bisschen lila. Ein bisschen mehr lila. Okay. So. Damit das alles funktioniert, brauchen wir Opacity oder vielmehr die Opacity Mask. Die haben wir momentan noch nicht, weil das ist ein opaker Shader. Wir brauchen einen Mask-Out. Wie ändern wir den jetzt? Ganz einfach, wir klicken da drauf, scrollen hier dann weiter runter, und machen wir das mal größer, und hier haben wir schon, Blend Mode Opaque. Ja, das haben wir die ganze Zeit genutzt, draufklicken, Mask, also ausmaskieren. So, und schon haben wir unsere Opacity Mask, mehr müssen wir jetzt erstmal hier nicht beachten. Die funktioniert genauso wie unsere Metallic mit 1 und 0, also mit Ja oder Nein, entweder, entweder ist es sichtbar oder ist es nicht sichtbar, deswegen halt ausmaskiert. Für Transparenz brauchen wir die Opacity, aber das machen wir gleich. Jetzt erstmal hier zum Beispiel. Wir brauchen halt eine Textur, schwarz-weiß, nehmen wir wieder mein Logo und packen das da rein. So, ich möchte auch nochmal hier wieder verweisen. Oft ist es so, dass man halt in der normalen Base Color, halt im Alpha-Kanal, die Opacity drin hat, die kann man dann auch über die A verlinken. In dem Fall nicht, weil, ja, es ist einfach nur schwarz-weiß, die haben wir halt so. Und hier hat man auch wieder das schöne Logo. So, und das haben wir dann auch hier schön ausgeschnitten. Wunderbar, hat alles funktioniert, wie es soll. So, hier kann man auch sagen, okay, das ist jetzt so erstmal ein bisschen langweilig, das ist ja erstmal nur eine Farbe, wir machen das ein bisschen spannender.
Ich sage, das ist metallisch. Einmal eins. Und auch hier packe ich eine Roughness rein und nehme irgendwas, was shiny ist, was halt doch sehr dunkel ist. Okay, nehmen wir das besser. Wird man jetzt nicht so dermaßen sehen, weil halt doch sehr, sehr viel ausgeschnitten ist, was man eigentlich nicht machen sollte. So, gucken wir mal, hier sieht es doch eigentlich ganz nice aus. Ist jetzt halt eigentlich zum Vorführen relativ dumm und ungeschickt, weil man hier einfach sehr viel ausgeschnitten hat. Sollte man eigentlich nicht machen. Aber zur Vorführung ist das okay. Man muss halt immer ein bisschen abwiegen. Wenn es halt viele Sachen gibt mit sehr viel Transparenz, sollte man überlegen, okay, ich modelliere halt doch teilweise Sachen aus, dass man halt sagt, okay, hier so einen groben Kreis, hier mache ich einfach alles ganz grob ausmodelliert und mache dann meinen maskierten Dings drauf. Sieht doch eigentlich ganz lustig aus. Okay. Auch wie man hier sieht, der Schatten wird auch direkt angepasst, man muss da nichts extra einstellen, funktioniert alles wunderbar. Okay, einen haben wir noch. Unseren transparenten Shader. Das ist halt auch leider der Kniffligste, wenn es darum geht, dass er halt so aussieht, wie ihr wollt. Es gibt sehr, sehr viele Arten und Weisen, wie halt der Shader auf Transparenz reagiert und man muss sich für das Projekt, was man macht, das Richtige aussuchen. Da gibt es keine Go-To-Lösung, die es für alle funktioniert, je nachdem, was ihr erreichen wollt, was ihr habt, was ihr machen möchtet. Müsst ihr halt ein bisschen rumtweeten und müsst ihr halt ein bisschen gucken, wie ihr das erreichen könnt. Auch hier erstmal machen wir ein neues Material. Transparent. Den packen wir da drauf. Öffnet ihn. Auch hier mache ich jetzt erstmal nur meine Farbe drauf. Jetzt gehen wir mit Grün. Okay. So. Auch hier jetzt brauchen wir die Opacity. Die Maske funktioniert nur mit Schwarz-Weiß und die Opacity an sich funktioniert mit einem Grayscale. Auch wieder hier drauf drücken. Wir gehen runter. Opak. Wir brauchen Translucent. So. Okay, jetzt haben wir erstmal unser Modell umgestellt, was halt auffällt. Sehr, sehr viele Sachen, die sind direkt ausgekippt, die können wir erstmal nicht nutzen. Was jetzt halt ziemlich unpraktisch ist, weil gerade Roughness oder eine Normal wäre sehr praktisch, wenn wir die haben. Da kann man halt sehr viel anstellen. Ja, gerade hier die Roughness zum Beispiel ist so eine Sache. Man hat ja mal Glas, was halt sehr, sehr shiny ist. Und man hat ja zum Beispiel beim Ballon, der ein bisschen matter ist. Auch eine Normal ist mal ganz praktisch, wenn man die hat, wenn man halt Details einfügen möchte, die halt man nicht ausmodellieren möchte. Ist jetzt doof, dass wir die nicht haben. Lässt sich aber ändern. Hier unten beim Lightning Mode. Können wir das anklicken. Dann gehen wir auf Surface Translucent Volume. Und tada, schon haben wir die Sachen. Neben Surface Translucent Volume, der uns halt alles rausgibt, was wir brauchen, könnten wir auch Surface Forward Shading nehmen. Angel selbst empfiehlt den halt nur dann zu nehmen, wenn man Glas oder Wasser macht. Also bleiben wir jetzt erstmal dabei. Diese beiden haben jetzt halt die Sachen, die wir brauchen, die ich euch gezeigt habe. Wie gesagt, je nach Situation kann es sein, dass ihr andere Sachen möchtet. Da müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Ja, auch was ihr halt ändern könnt, damit es ein bisschen besser für euch passt, ist Shading Model. Je nachdem, was ihr da einwendet, reagiert halt der Shader ganz anders auf unser Material. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Default, einfach die Basis. Deswegen sind Translucent Sachen immer ein bisschen komplizierter. Da muss man hin und her probieren, bis man das hat, was man möchte. Weil wir machen jetzt einmal die komplette Basis der Basis. Ja, wundert euch nicht, der Schatten da ist normal. Das ist halt immer so. Die eine Seite ist so wie immer schwarz. Ist halt so, lasst euch nicht weiter davor stören. Ihr habt nichts falsch gemacht. Das hat mich am Anfang auch verwirrt. Gerade bei der 4 ist es halt nicht so krass, aber die 5 zeigt halt eine Seite immer so als komplett Schatten an. Funktioniert halt trotzdem alles, wie es soll. So, jetzt haben wir endlich unsere Opacity mit einer Grayscale. Da packen wir doch gleich mal eine Grayscale rein. Was nehmen wir da? Vielleicht eine mit sehr viel Varianz. Haben wir da mal was? Mal kurz zur Seite. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Komm, wir nehmen hier unseren Boden. Mal hier rüber. Und den packen wir in unsere Opacity. Auf jeden Fall würde das sehr lustig aussehen. Kurz warten. Wir sehen, hier ist es halt doch schon sehr krass transparent. Mal gucken, wie es halt in unserer Szene aussieht. Ja, hier ist doch schon ein bisschen besser. Wir können hier durchgucken. Alles, was heller ist, ist halt sichtbarer. Und alles, was dunkler ist, ist halt unsichtbarer. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Was Helles sieht man mehr, was Dunkles sieht man weniger. Eventuell sollte ich mal eine andere Farbe nehmen. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Grün rein. Ja, okay, also jetzt nicht so viel getan, man sieht es halt trotzdem noch so. Aber man sieht, was ich meine. So, okay. So, was auch hier auffällt, anders wie unser Mask-Shader, wird der Translucent-Shader nicht direkt halt rausgegeben. Der hat halt erstmal keinen Schatten, einfach um Performance zu sparen. Man kann einstellen, dass der Schatten wieder da ist, aber wir lassen es jetzt halt einfach erstmal so. Es wird halt alles doch sonst zu viel. So. So, okay, jetzt haben wir unsere drei Basismaterialien fertig. Das ist so die Grundbasis, die man braucht. Man kann darauf weiter aufbauen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Materialien, die man machen kann. Ich werde euch die ein oder andere Materialien zeigen, die man halt nutzen kann. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist, wie man halt ein Master Material aufsetzt. Damit kann man halt wesentlich schneller arbeiten und es ist halt auch für die Engine viel entspannter zu arbeiten, da es halt Instanzen ziehen muss und nicht jedes Mal eine Sache neu berechnen möchte. Auch Unreal kann halt damit viel, viel schneller arbeiten. Jedes Mal, wenn wir jetzt hier eins von diesen Materialien in die Szene ziehen, wird ein Torkoll entstehen und jedes Mal muss Unreal checken, stimmt das, wo kommt der hin, wo geht er her? Bei Instanz ist das viel einfacher, da muss es halt nicht alles einzeln checken, sondern sagt, okay, das und das und das hat die Instanz, ich check das alles einmal. Das ist halt wesentlich aufwendiger. Ist jetzt halt sehr stumpf erklärt, aber ich glaube, so kann man sich das vorstellen. Jedes Material, was halt angelegt ist, was halt keine Instanz ist, muss halt separat gecheckt werden. Wenn es Instanzen gibt, wird halt alle Instanzen werden gesammelt und einmal gecheckt, wo kommt es her. Ja. So viel dazu. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte das eine oder andere klären. Und wir sehen uns im nächsten Unreal-Tutorial, wenn es darum geht, wie erstellen wir uns so einen tollen Master. Weil wir wollen ja effizient arbeiten und wir wollen auch schneller arbeiten. Und wir wollen, dass unsere Szene flüssig läuft. So, dann auf Wiedersehen und tschüss.